Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch mal meine neuesten Beauty-Errungenschaften, unter anderem von Huda Beauty das Tentur Contour & Bronzer Cream. Dann habe ich natürlich die neuen Lipglosse von Jeffree Star, die ich richtig lustig fand. Dann habe ich von Marc Jacobs den neuen Concealer. Und, was habe ich noch? Ich habe noch ein paar andere coole Sachen. Ja, dann habe ich noch so neue Beauty-Schwämme mir gekauft, weil das irgendwie im Angebot war. Und dann habe ich mir noch einen richtig coolen Lippenstift von Hourglass gekauft. Es gab ja jetzt eine Prozentaktion bei Sephora, da habe ich zugeschlagen. Dann habe ich noch eine coole Foundation von Parfum Dreams auch mit Rabatt gekauft. Und dann auch noch bei Beauty Bay mir diese Lipglosse bestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das auftrage, wie meine Meinung dazu ist, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! So ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt erstmal, was es bei Sephora gibt. Und zwar habe ich mir natürlich dieses Tantur-Teil von Huda Beauty gekauft. Das ist so ein Bronzer- und Contour-Ding in einem. Da bin ich mega gespannt. Das probiere ich gleich aus. Das soll man über die Foundation aber drüber tragen. Deswegen werde ich das dann gleich im zweiten Step machen. Dann habe ich mir einen ultra luxuriösen Lippenstift gekauft. Den hätte ich mir niemals gekauft, wenn da keine Prozente gewesen wären. Und zwar von Hourglass. Einen, der sieht nämlich aus wie so eine, ja, ich würde mal sagen, wie so eine Waffe, ne? Und ich habe mich total gefreut. Ich zeige es euch mal. Das ist so ultra luxuriös. Richtig schwer und richtig schön. Also da bin ich gleich so mega gespannt. Der ist wirklich schwer. Also da kannst du echt einen mit erstechen, glaube ich. Okay, hat man die Waffe gleich mit dabei, ist ja auch nicht schlecht, ne? Und dann habe ich mir auch noch, und das finde ich mega cool, dann habe ich mir auch noch von Marc Jacobs einen neuen Concealer gekauft. Eigentlich hätte ich das jetzt nicht gemacht. Der war schon relativ teuer, fast 30 Euro. Mit den 20% war er dann 24. Und ich habe den in einem Video gesehen von einer amerikanischen YouTuberin, die eigentlich total auf Drogerieprodukte steht und die so begeistert war davon, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Und es ist natürlich mal ein mega cooles Packaging, das muss man ganz klar sagen. Aber der Concealer soll wohl nicht creasen und sich super gut verblenden. Und der sah super natürlich aus. Ich habe ihn auf dem Handrücken probiert und da ist der nicht in die Falten reingekrochen, gar nichts, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, den brauche ich unbedingt. Ja, und dann mache ich hier gleich noch auf, wenn wir bei den Steps sind, obwohl ich könnte es ja mal aufmachen, diese Beauty Bay Kiste. Da sind nämlich ein paar Lipglosse von Jeffree Star. Da konnte ich nicht widerstehen. Ich wollte unbedingt mal sehen, wie fühlt sich das Packaging an. Es sieht ja doch sehr kindlich aus, aber irgendwie, wenn das ein schöner Duft ist in dem Lipgloss, ja, möchte ich das auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Okay, dann starten wir jetzt mit der Make-up-Applikation. So ihr Lieben, aber bevor ich es vergesse, ich habe eine Sache zugeschickt bekommen. Die ist aber so schön, die muss ich euch zeigen. Ich habe es schon ein paar Mal in einem Video getragen, aber nichts dazu gesagt. Und zwar ist es von Dior, dieser Stella Shine Lipstick, der sehr hydratisierend, feuchtigkeitsspendend ist. Ein mega cooles Packaging. So sieht das dann in echt aus. Also, das ist ultra krass. Wirklich wunderschön. Das ist wirklich holographisch. Hier unten blau, dann geht das hoch in so gelb, orange, violett. Also so cool. Und wenn man den dann öffnet, ist hier drin der Lippenstift. Und diese Farbe ist so schön. Ich trage sie mir jetzt einfach mal auf. Und später benutze ich dann die Glosse von Jeffree Star und den anderen Lippenstift. Das machen wir dann separat. Aber dann habe ich jetzt ein bisschen was auf den Lippen. Das ist so schön, der ist so balmy, ganz angenehm und der hält relativ lange und trägt sich nicht blöd ab, dass das irgendwie so sich in den Lippen so blöd absetzt. Ist relativ schweres Packaging, sieht super luxuriös aus. Mir gefällt der richtig gut. Ich habe den über Octoly bekommen. Ich verlinke euch das unten. Und das ist das einzige Produkt, was ich quasi nicht selber gekauft habe. Und ich bedanke mich herzlich dafür, dass ich das bekommen habe, weil darauf kann man sich dann bewerben. Und die haben es zugeschickt zum Testen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert und ich bin sehr froh, dass ich den habe. Ich trage den im Alltag total oft, ne? Einfach, weil er sehr, sehr komfortabel ist und relativ lange hält, obwohl es eigentlich mehr wie so ein Lippenbalsam ist, wenn man so will, ne? Also nochmal, so schaut es aus. Verpackung mega geil. Die Farbe Lucky. Steht ja für glücklich. Finde ich auch irgendwie ganz cool als Farbbezeichnung. Ja, gefällt mir gut. Okay, machen wir doch als erstes mal kurz, weil ich kann es kaum erwarten, das Beauty Bay Paket auf. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt aufkriege. Hier ist das immer so ein lilanes Design. Das ist eigentlich ganz cool. Ich hatte mir etwas bestellt, um auch noch was umsonst zu bekommen. Ich habe mir einmal zwei Glosse bestellt von Jeffree Star.
Die mache ich gleich auf, wenn ich sie dann auch auftrage. Aber ich wollte euch eine Sache zeigen. Ich habe mir auch zwei Beauty Blender bestellt, weil die waren auch rabattiert. Einmal den Electric Swirl und einmal diesen ganz normal klassischen. Und wenn man eine bestimmte Höhe erreicht hat, bekam man dann nämlich noch kostenfrei von Beauty Blender etwas dazu. Und da bin ich jetzt mega gespannt, was das ist. Genau, irgendwie so ein Reinigungsset oder so. Weil ich habe mir nämlich letztens im Urlaub die Seife gekauft. Ach cool, die ist auch dabei. Und die ist wirklich super gut. Vor allen Dingen ist sie richtig cool, um Pinsel zu reinigen. Aber auch für den Beauty Blender selbst oder einfach für einen Make-up-Schwamm ziemlich genial. Und jetzt ist auch noch zusätzlich ein Liquid Cleanser. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Da freue ich mich drauf. Und diese Blotterazzi. Ach, das ist ja cool. Oh, das ist cool. Das ist so für Touch-Ups. Zwischendurch, wenn ich jetzt heute Abend aus bin mit meiner Freundin und dann werde ich schwitzen zwischendurch, dann nehme ich das Ding mit und dann kann ich so ein bisschen meinen Schweiß abtupfen und vor allen Dingen das Ganze so ein bisschen blotten, was man sonst mit so Blotting Papers machen würde. Das finde ich ja ziemlich, ziemlich cool. Und da ist auch noch eine kleine Seife dabei, damit man das Ding dann auch waschen kann. Zeige ich euch hier. Und das Teil und dann macht man das quasi so. Oh, das finde ich echt ziemlich gut. Ich werde das einfach mal mitnehmen und mal ausprobieren und euch sagen, ob das was gebracht hat. Okay, ich nehme an, das Video wird relativ lang. Ich habe jetzt so eine Stunde Zeit. Ich werde mich fertig machen. Und ich werde jetzt einfach auch mal direkt den Schwamm benutzen. Am besten diesen ganz neuen, weil jetzt habe ich ihn gekauft und warum nicht, ne? Ja, ich mache ihn gerade nass und dann starten wir direkt mit der Make-up-Applikation von dieser Rodial Foundation. Ich habe den gerade mal feucht gemacht. Und ihr seht so von der Größe her, ist er kleiner als der von Real Techniques und auch wesentlich mehr so drückbarer als der hier, habe ich so den Eindruck. Der ist irgendwie weicher, da sind nicht ganz so viele Fasern drin oder Material, das ist schon anders. Ich freue mich, das jetzt einfach mal damit auszuprobieren. Und als Foundation benutze ich, wie gesagt, die Rodial. Da muss ich euch gleich ein, zwei Sachen dazu sagen. Ich habe ein Video gesehen von einer, die hatte sich irgendwie 5 Samples schicken lassen. Das kann man wohl, weil die Foundation kostet 50 Euro. Mit 20% Rabatt allerdings nur 40. Und so habe ich es auch gemacht bei Parfum Dreams. Vielleicht hatte ich auch nur 15% Rabatt, aber irgendwie so in dem Dreh. Und ich habe die Farbe Nummer 20. Und es gibt da 5 Farben und das ist quasi die zweithellste und die ist trotzdem mega dunkel und mega gelbstichig. Sie ist ungefähr für Typen geeignet, die so ein NC30 haben. Das habe ich allerdings, sie ist auch für mich ziemlich gelb. Und da die Natasha Denona Face Glow etwas heller ist, die habe ich in der Farbnuance 30, was aber trotzdem heller und neutraler ist, sage ich mal, mische ich die beiden und dann habe ich auch einen guten Glow. Es hält aber sehr lange und ich finde das eigentlich eine coole Kombination. Ansonsten ist mir das zu heftig mit der Foundation. Gerade jetzt, weil ich ausgehe und das mir jetzt nicht nur für ein Video, also dass ich das jetzt nicht für ein Video habe. Weil für ein Video wäre es optimal, aber zum Ausgehen ist es mir zu viel. So, als Primer nehme ich den Coconut Skin Smoothing Primer. Der war mal in einer Look Fantastic Box drin. Ich habe ihn ein, zwei Mal probiert, aber ich kann nicht so wirklich was dazu sagen. Deswegen dachte ich mir, probiere ich das jetzt einfach nochmal. Der riecht ganz dezent nach Kokosnuss. Und fühlt sich sehr erfrischend an. So, ich habe mir jetzt diese tolle Frisur gemacht, einfach, dass ich mir mal keinen Haarreif aufsetzen muss. Ich hoffe, das gefällt euch so, das ist in Ordnung. Ich fand es eigentlich ganz süß und ich werde natürlich später mir eine andere Frisur machen, ist klar. Ne? Okay, jetzt zeige ich euch mal die Foundation, das ist nämlich echt hart. Und ich könnte ja mal eine Seite mit einem Pinsel machen. Ich habe nämlich extra einen gewaschenen It Cosmetics Pinsel. Das mache ich auch. Und klopfe es dann mit dem Schwamm ein. Ich gebe mir einen Pump-Hub hier drauf und ihr seht schon, sieht zwar hell aus, aber es ist so gelblich, ne? Seht ihr auch die Konsistenz? Also das geht schon für mich, aber ich finde es noch ein bisschen schöner gemixt mit der Natasha Denona. So, dann brauche ich nämlich auch keinen Highlighter unten drunter auftragen. So, und davon gebe ich einfach auch so einen, ja, ich würde mal sagen, so einen halben Pump. Und ihr seht schon, die ist wesentlich neutraler vom Ton her. Deswegen passt das dann optimal. So, dann mische ich das so. Und ihr seht schon, das sieht erstmal ein bisschen kurios aus. Aber keine Panik. Wenn ich das dann verblende, ist das optimal. Ich fange immer von innen an. Weil ich hier in der Mitte wirklich die meiste Coverage brauche. Und es legt sich so schön auf die Haut. Ja, das ist echt, es liegt toll auf der Haut, muss man sagen.
So, und was ich jetzt noch übrig habe, da kann ich jetzt mit dem Pinsel einfach reingehen und dann gucke ich mal, wo ich noch was brauche. So, ich merke schon, dass mir das ein bisschen zu cakey wird. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist das irgendwie mit dem Pinsel zu viel der Kraft. Deswegen gehe ich jetzt direkt mal mit dem Schwamm drüber. Gerade hier in dem Bereich brauche ich echt mehr der Kraft. Also gehe jetzt mal in so ganz sanft tupfenden Bewegungen und auch mit dem Hintern von dem Schwamm quasi da drüber. Aber ansonsten sieht es echt schön aus. Und mehr habe ich jetzt gar nicht verwendet. Also ich habe hier immer noch Foundation drauf. Ja, ich finde, das ist so eigentlich echt okay. Jetzt wische ich mir einfach den Rest ab, damit ich mich nicht bekleckere oder sowas, weil das passiert ja sonst mal. Und jetzt machen wir weiter mit Concealer. Und da habe ich ja von Marc Jacobs den Accomplice, heißt der. Und ich habe den in der Farbe 23 gewählt. Das ist die Farbe Light. Ich weiß gar nicht, wie der aufgeht. Meine Hände sind jetzt so rutschig. Ah, einfach so. Und dann kommt der so. Genau, zum Hochdrehen. Finde ich ziemlich cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der funktioniert. Ob ich den jetzt so auftrage oder mit dem Finger vielleicht. Muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, ich trage ihn mal direkt auf. Aber ihr seht schon von der Farbe her, sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Ich werde jetzt einfach mal, ich habe das irgendwie ein bisschen hart gemacht, ich gehe mal mit so einem Pinsel hin und tupfe das dann mal auf. Ich finde, vom Farbton her passt das nämlich super. Ups, jetzt bin ich mit dem falschen Schwamm reingegangen. Und jetzt tupfe ich mir das einfach hier so ein. Man kann das wohl aber auch ganz gut mit der Hand machen. Und dann auch als Grundlage hier für die Augen nehmen, ne? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also, da bin ich eigentlich jetzt mal ganz zufrieden. Ich gehe aber, wie gesagt, wirklich mit einem Pinsel hier rein, weil mir das jetzt eben gerade ein bisschen zu unruhig war, wie ich das gemacht habe. Ob das jetzt allerdings besser ist als mein Essence Concealer, weiß ich nicht genau. Mal gucken, ob es so den ganzen Tag in die Fältchen kriecht und wie das ausschaut. Ich tanze ja jetzt dann später auch ein bisschen. Schönes Produkt, ich glaube, ein bisschen überteuert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel bringt. Da müsste ich jetzt mal ein Langzeitergebnis sehen, ob das so viel besser ist als meine anderen Sachen. Ich bin jetzt voll gespannt, aber dieses Tantor-Teil zu probieren. Und da habe ich mich tatsächlich für die Farbe Medium entschieden. Die haben 5 Farben, Fair, Light, Medium und dann noch 2 dunklere Töne. Ja, und diese Medium-Farbe liegt wohl wirklich in der Mitte. Und dieses Produkt, wenn ihr das noch nicht kennt, das ist so... Ja, so ähnlich wie das Teil von Chanel, was ja ganz viele nutzen, was so ein wirklicher Klassiker ist. Und das ist halt aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier wesentlich teurer. Aber man hat halt den Vorteil, dass es mehr Farben sind. Und ihr seht schon, die Farbe ist extrem dunkel für einen Mediumton. Ich bin jetzt gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, ich nehme einfach wieder meinen Concealer-Pinsel, weil der relativ fein ist. Tupfe den ein bisschen ab. Übrigens mache ich den Lidschatten ohne die Kamera einfach, damit es dann... weil da habe ich jetzt nichts Neues. Von Natasha Denona habe ich schon ein Video gemacht. So, und dann trage ich mir das an der Konturseite auf. Ich gehe hier quasi rein. Hoho, und dann mache ich das mal ganz sanft, wo ich jetzt konturieren würde. Und ich würde dann immer hier anfangen. So mache ich es eigentlich immer. Und jetzt gucke ich mal, ob es mit dem Schwamm gut geht. Da ich relativ dunkel bin, ne, habe ich mir gedacht, passt das vielleicht, weil ich habe jetzt einige Bronzer, die bei mir gar nicht sichtbar sind, weil ich dann anscheinend doch zu dunkel bin dafür. Deswegen fand ich das jetzt schon mal interessant, ein etwas dunkleres Produkt auszuprobieren. Oh, ich finde, dass ich das gut tragen kann. Moment mal, ich muss mal hier dieses Teil. Echt nicht schlecht. Und von der Farbe her glaube ich, dass es doch ganz gut passt. Ich weiß nicht, was meint ihr? Aber ich finde, dass man wenigstens mal eine Kontur erkennen kann.
Und es ist auch gleichzeitig gebronzt. Also man kann das wirklich so als, wie soll ich mal sagen, als etwas Misch, also so eine, als so eine Mischvariation nehmen, ne? Oh ja, das gefällt mir richtig gut. Okay. Kannst auch zum Nase konturieren nehmen. Da will ich jetzt mal nicht übertreiben. Und ich bin immer noch nicht. Ah, okay, jetzt ist das ab. Jetzt gehe ich noch mal rein. Aber das ist anscheinend echt sehr ergiebig, das Produkt. Also das finde ich wirklich richtig interessant, weil das einfach mal ein richtig ergiebiges Produkt ist, was wirklich funktioniert. Die meisten Sachen sind einfach zu hell in dem Bereich. Wenn man schon ein bisschen einen Ton hat, funktioniert das meistens nicht so richtig. So, jetzt muss ich das selber mal von etwas weiter weg betrachten. Aber ich finde, das kann sich sehen lassen. Könnte eventuell hier noch ein bisschen, dass es etwas weiter unten ist, dass ich. Man kann jetzt das Gesicht dann wirklich so modellieren, wie man es haben will, ne? Weil dieses Produkt echt aufbaubar ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich besser, als über die Foundation zu setzen. Sehr cool. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Wenn es hier drunter gibt, wirken die Lippen voller. Ja. Funktioniert damit auch echt klasse. Also das gefällt mir schon mal. Jetzt sette ich mein Gesicht. Mache mir die Augenbrauen und die Augen und dann sehen wir uns gleich wieder für den Lipgloss und den Lippenstift. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Meine Augen sind fertig. Ich habe alles mit Natasha Denona gemacht. Also ich habe die lila Palette und die Biber Palette benutzt. Und jetzt trage ich mir einen relativ neutralen Lippenstift auf, nämlich von Hourglass. Den habe ich mir gekauft. Der nennt sich, das ist die Farbe, Moment, das müsste hier draufstehen, One Day. Das ist so ein richtiger Nude-Lippenstift. Ich zeige euch mal. Ist irgendwas dran. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Seht ihr das? Mal gucken, wie das von der Farbe ist. Ich mache mal einen Swatch auf die Hand, ja? Boah, das ist ein wunderschöner Farbton. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich trage den mir mal auf. Ich habe nur einen Lip Liner von Edward Best, den drauf. Ho, perfekt. Oh, ich finde, das ist eine wunderschöne Nude-Farbe. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich finde es richtig schön. Meine Haut spinnt heute total wieder. Also es liegt nicht an der Foundation, es liegt an mir, muss ich jetzt echt sagen. Ich habe jetzt schon so viele Foundations so schlecht bewertet, weil sie bei mir so schlecht saßen. Aber ich glaube, bei anderen sitzt das dann nicht so schlecht. Bei mir kriegt das jetzt hier schon wieder in die Fältchen. Das ist aber normalerweise mit der Foundation nicht der Fall. Also ich weiß nicht, was da heute los ist. Aber ist ja auch egal. Jetzt schauen wir uns mal die Glosse an. Das interessiert mich nämlich voll. Und einen davon werde ich auch auftragen. Wahrscheinlich eher in etwas peachigeren, weil das auf den Augen doch auch etwas, ja, so ein bisschen mehr in die wärmere Richtung geht, ne? Ich habe nämlich einmal Wet Peach und einmal die Farbe Control Freak. Das ist eher so ein bisschen neutral. Und ich swatche sie euch einfach mal beide und dann können wir gleich mal gucken, was überhaupt davon passt. Bin so gespannt, wie das aussieht. Okay, ist eine voll umständliche Verpackung. Oh, cool. Das ist jetzt ein bisschen zu kühl, aber für einen kühleren Look ist das garantiert richtig cool. Och, ich finde das Packaging ganz süß. Ich meine, das Plastik sieht ein bisschen billig aus, aber irgendwie finde ich es doch witzig wie so ein Zauberstab, ne? Ich swatch das mal und rieche auch mal da dran. Riecht ganz angenehm. Oh ja, und geswatcht. Kann man es fast kaum sehen, weil es wirklich sehr, sehr hell ist. Ich glaube aber,
dass ich den einfach echt gut so für täglich benutzen kann. Der würde jetzt zum Beispiel super hier drauf passen, wenn meine Augen etwas kühler geschminkt wären. Aber da das nicht der Fall ist, werde ich jetzt den Wet Peach benutzen. Oh ja, oh, wie geil, der sieht ja richtig cool aus. Schaut mal hier. Ach du lieber Gott, ja, das ist voll meine Kategorie. Hoho. Und das passt natürlich perfekt zu den Augen. Ach du Scheibenkleister. Das swatche ich mal daneben. Ja, ich liebe solche Farben. Guck mal. Cool. Also, den werde ich mir jetzt auftragen und dann... Total schön. Man kann das jetzt bestimmt noch intensivieren. Aber ich finde es so perfekt. Super. Ich mache mir jetzt die Haare noch auf. Und ich habe mir übrigens keinen... Moment mal, jetzt muss ich mal ganz schauen. Ich habe mir übrigens noch keinen Bronzer aufgetragen. Ich hatte letztens in der Glossybox diesen So Susan Bronzer. Ich glaube, den trage ich mir jetzt einfach noch on top drauf, weil der ist echt spitzenklasse. Ich zeige euch das mal. Guck mal, wie das aussieht. Das ist so ein richtiger... Ja, jetzt kommt der Look richtig zusammen damit. Noch ein bisschen dunkler. Und auch vor allen Dingen hat man da so einen Schimmer drin, so einen richtigen Glow. Ich mache mir jetzt ein bisschen Setting Spray drauf. So, damit das wirklich bombig hält, weil ich jetzt ausgehe und auch Party mache und tanze, nehme ich hier Slay All Day Setting Spray. Der riecht nach Pfirsich und der macht dann auch wirklich, dass das Make-up hält, ne? Ist etwas nass. Wundert mich, dass der so nass ist. Eigentlich ist der nicht so nass. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache mir die Haare und dann kommen wir zu meiner finalen Meinung. So, also ihr Lieben, ich glaube, diese Klammern waren echt gut, weil so brauchte ich jetzt eigentlich nichts machen, außer die zu lösen. Ich gebe mir noch ein bisschen Öl gleich ins Haar, dann war es das aber so für mich. Ich finde meinen Look richtig schön, vor allen Dingen hat mir richtig gut gefallen, dieses Tentur-Zeug. Also damit werde ich noch weiter rum experimentieren. Ich fand es jetzt mega irgendwie, das so zu testen. Also vor allen Dingen dieses Tentur-Zeug fand ich richtig cool. Ich werde das noch länger austesten. Die Glosse sind halt voll süß, ne? Also da gibt es jetzt nichts zu meckern. Kosten 18 Euro für einen. Ich habe es bei Beauty Bay bestellt, dann kostet das auch kein Zoll. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mitnehmen in die Handtasche. Ist zwar ein bisschen groß, aber meine Freundin wird sich kaputt lachen. Und zusätzlich werde ich mir auch noch diesen einpacken. Das passt ja eigentlich ganz schön, dass das beides Gold ist, weil ich finde die Lip-Kombi richtig, richtig schön. Die Augen, klar, Natasha Denona gefällt mir immer gut. Foundation sitzt heute leider nicht ganz so gut, ansonsten kann ich sie euch echt empfehlen. Allerdings, wenn ihr sehr, sehr trockene Haut habt, glaube ich, ist das nichts. Deswegen wunderte mich, dass das bei der Hatti so gut funktioniert hat, weil ihr seht ja, bei mir rutscht es schon ein bisschen in die trockenen Stellen. Das sieht im Laufe des Tages aber auf jeden Fall besser aus, wenn sich das dann so mit der Haut verbunden hat, ne? Ich hoffe jetzt, dass es schön lange hält, auch vor allen Dingen die Kontur und ja, den... Auch diesen Concealer, den finde ich, der passt vom Ton her halt perfekt, ne? Und auch den könnte man sich gut in die Handtasche packen, ne? Ist eigentlich auch keine schlechte Sache dafür. Okay, ihr Süßen, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die mir gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Schreibt mir gerne eure Videowünsche oder wenn ihr Produkte habt, die ich reviewen soll. Wenn ihr interessiert seid an Sachen, sagt mir das gerne. Dann versuche ich mein Bestes. Wenn die mich auch interessieren, dann teste ich das sehr, sehr gerne für euch. Aber ich bin grundsätzlich an super vielen Sachen interessiert. Insofern dürfte das nicht so schwierig sein. Wenn ihr euch fragt, woher ich das Oberteil habe, das ist ein Kleid, das ist von H&M. Die hatten gerade eine 20% Aktion und insofern habe ich das für, ich glaube, 24 oder 25 Euro ergattern können. Ich finde es total schön. Ich mache demnächst ein H&M-Haul, wo ich euch zeige, was ich da alles für Kleider gekauft habe. Weil die sind echt süß und auch ohne Rabatt kosten die nur 30 Euro. Also insofern echt erschwinglich. Okay, dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.